Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für eine Handvoll Donuts. Heute ist es ein bisschen voller geworden hier im Studio, denn ich habe vier wunderbare Kandidaten hier. Nur Männer? Ja. Wow. Denn nur Männer gucken Filme. Oh Gott. Wow. Hey Marco, warum sind wir hier? Zum Kaugummi kauen und Donuts essen. Hast du Kaugummis dabei? Nein. Ich auch nicht. Wir sind Jonas. Und Alper. Und wir machen heute aus Nerd und Kultur Not und Kacke. Ja, heute die Premiere, die erste Team-Edition von Für eine Handvoll Donuts. Seid ihr aufgeregt? Nö. Seid ihr ein tolles Team? Wird es in diesem Quiz heute um Filme gehen oder wird es um andere Themen gehen? Es geht um Filme natürlich. Ah, okay. Natürlich. Okay, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sehr, sehr zufällig. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr aber Vertrauen in euren jeweiligen Partner? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Wow, ja, das ich auch. Was ist jetzt? Jetzt mal die Kamera läuft. Wie hast du mich vorhin noch vorgestellt? Nein, ich möchte nur for the record sagen, Marco, ich hätte dich nicht gebraucht, um die beiden fertig zu machen. Das liegt aber nicht an dir. Das liegt an den beiden, die schon Erfahrung gesammelt haben, fertig gemacht zu werden. Ich bin froh, dass ich mal nicht bei den Harry Potter-Fragen versagen kann. Es ist sehr traurig. Also immer noch ein Herz geht raus an Sebastian. Oh, ja. Ich dachte, er wird unsere Ehre. Das waren die Soundtrack-Fragen bei ihm, ne? Ja, das ist so meine Stärke. Ja, okay. Genau. Wir spielen heute, wie immer, in vier Kategorien. 16 Fragen, wir spielen alle Fragen durch. Und ich würde vorschlagen, ich stelle euch erstmal die Kategorien vor. Ja. Die erste Kategorie heißt Everything, Everywhere, Ask at Once. Mhm. Okay. Ist wie der Film, ne? Oh. Deswegen habe ich dich hier. 100 Punkte für dich. Schon clever und so. Die zweite Kategorie heißt Dr. Range in the Multi-Ears of Madness. Dr. Range in the Multi-Ears of Madness. Das geht richtig schön von der Zunge. Die dritte Kategorie heißt, ganz einfach, Obi fragt Kenobi. Oh, schön. Ja. Das ist ein Klassiker, oder? Star Wars, also, da habt ihr schon verloren. So. Okay. Oh, snap. Nach allem, was wir wissen, verliert er das. Ja, also geballt hier noch. Also, ja. Und die letzte Kategorie, ganz einfach, A Beautiful Nine. Okay. Beautiful Nine. So ein Film. Ich weiß, was er Beautiful meint ist, aber ich war gefragt, nein. Nein, nicht nein wie ein Ja und Nein, sondern nein mit neun Eigenschaften. Genau. Und dann musst du auf den Film kommen, das wird sein. Wir haben verschiedene Kategorien an Fragen. Buzzer-Fragen, da könnt ihr einmal testbuzzern. Genau. Und es gibt natürlich Aufschreibfragen, da habt ihr Zettel vor euch und da wird es vielleicht die eine oder andere Frage geben, wo ihr etwas notieren müsst. Da wir hier natürlich Teamsachen haben, haben wir vielleicht ein, zwei Fragen, die ein bisschen anders sind. Aber das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. So und spannend. Nach diesen 16 Fragen gibt es natürlich noch eine ganz krasse Bonusrunde. Heute auch mit einer Premiere. Mal sehen, ob es funktioniert. Um herauszufinden, wer denn die erste Kategorie und die erste Punktzahl auswählen darf, gibt es eine Buzzer-Frage. Buzzer-Hände gehören immer daneben. In welchem Jahr kam die erste Staffel von Stranger Things raus? Marco. 2017. Falsch. Scheiße! Ich weiß es nicht. Ihr dürft doch sein. 2015. Ist auch falsch. 2015? 2016. 2016. Das war das Jahr, in dem ich angefangen habe zu arbeiten. Ja, ich wollte nämlich 16 sagen, tatsächlich. Ich wollte auch 16 sagen. Also schon, wer darf sprechen? Okay. Ihr dürft als erstes die erste Kategorie und die ersten Punkte auswählen. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an mit. Wir müssen eigentlich hier direkt die Eier. Ja, gut. Also, wir machen jetzt einfach Obi fragt Kenobi für 100 Mal. Für 100 ist doch nicht die Eier! Warum noch Freunde? Ja, willst du die ganze Spannung ausüben zum Anfang? Natürlich! Sagst du, wie ich hier jedes Mal gewonnen habe? Gewählt? Ich habe hier auch gewonnen. Gewählt ist gewählt. Es ist eine Buzzer-Frage. Ja. Also, Hände an die Buzzer. Ja. Ist es eine Star Wars-Frage? Ja, klar. Für 100 Punkte kurz möchte eine Frage. Ich. Ja, bitte. Dürfen wir, bevor wir anfangen, uns auch kurz absprechen, ob wir das Gleiche denken? Ja, das wäre so. Wenn wir buzzern, dann muss dann sofort einer was sagen. Also, ich verspreche, ich buzzer nur, wenn ich es weiß. Ja, ich auch! Ja. Okay. Bei einer falschen Antwort gibt es natürlich wie immer 100 Minuspunkte. Das müssen wir hier im Hinterkopf behalten. Ihr könnt auch Minuspunkte sammeln. Für 100 Punkte möchte ich von euch wissen: Wer sagt die ersten Sätze in einem Star Wars-Film überhaupt? C-3PO. Das ist korrekt. Okay. Das ist 100 Punkte für euch. Damit steht es 100-0 und ihr dürft die nächste Kategorie und die nächsten Punkte auswählen. Okay, weil es witzig klingt. Wollen wir das nehmen? Everything, Everywhere, Asked at Once. Ja. Für 200? Ja, für 200. Für 200, okay. Übrigens, Schätzungsfragen machst du. Hast du mittlerweile ich gesehen? Muss das immer nein! Okay. Okay. Vielleicht, habt ihr ihn gesehen? Ja. Hängt dir auch mega auf. Das erhöht unsere Chancen, hoffentlich.
Die zweite Frage ist eine Schätzenfrage. Ja. Das heißt, ihr könnt euch natürlich auch so ein bisschen beraten, was abgeht. Wir warten alle gebannt darauf, dass eine weitere Trilogie abgeschlossen wird. Und zwar geht es um Jurassic World Dominion, der bald in den Kinos anlaufen wird. Und wie viel haben eigentlich Jurassic Park 1, 2, 3 und Jurassic World 1 und 2 zusammen eingespielt in US-Dollar? Bitte schätzen Sie. Das ist 7 Milliarden. Aber haben die schon? Man muss ja sagen, es ist eine nicht so unerfolgreiche Filmreihe. Ich rechne mal kurz. Ich höre die ersten Stifte auf Papier und ich habe ja schon eine Zahl gehört. So was, vielleicht hier ein bisschen mehr? 2,8. Ja? 2,8. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr? Ja. So, das sind, so. Darf ich mich nicht vertun? Keine Eier. Das sind 2 Millionen. Willst du auch, willst nochmal 3? Nein, das passt, oder? Hä, was? Das ist zu viel. Das ist jetzt das wäre. Okay. Wir haben Zahlen. Da habe ich jetzt echt zu viel. Ja. Oh, haben wir uns verrechnet? Was schreibt 2,8? Ich weiß es nicht. Ich meine, er schreibt 10,5. Dann stellst du mal bitte verdeckt zur Kamera auf. Oh, bei 3? Warte, warte. Bei 3, das ist peinlich, wenn ich die Zahl wirklich vorstelle. Und bei 3 umdrehen. Hast 1, du drei Nullen vergessen? 2, 3. Yves und Marco sagen 2,8 Milliarden. Und Alpa und Jonas sagen 4,78 Milliarden US-Dollar. Wieder mit 2 Stellen hinterm Komma wie letztes Mal. Ja, also ich treffe mal ganz kein genau. 4,56. Das war sein Vorschlag und diesmal ich sag's euch mal, Jurassic Park hat ein bisschen mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt. Lost World, nur noch so 620 Millionen. Mhm. Jurassic Park 3, 370 Millionen roundabout. Jurassic World 1, 1,6 Milliarden. Die Jurassic World 2, 1,3 Milliarden. Und damit kommen wir auf einen Gesamtwert von 4 Milliarden. 512 Millionen, 207. Sie hätten noch viel mehr sein sollen. Also 4,5 Milliarden. Damit Punkt an euch. 200 Punkte. Ich war zu selbstsicher, ich hätte auch nicht führen sollen. Damit. Mein eigenes Ego. Mein eigenes Ego. Jonas und Alpha gehen in Führung, 200 zu 100. Ihr dürft zum ersten Mal eine Kategorie auswählen. Ja, das wir nehmen A Beautiful Nine für 500, bitte. 500? Ja, 500. Ja. Die haben nicht diese Ängste. Nee, lecker Marsch. A Beautiful Nine, erfahrene Zuschauer und Zuschauerinnen können vielleicht erahnen, worum es geht. Ich nenne euch 9 Eigenschaften eines Films. Und sobald ihr wisst, um welchen Film es sich handelt, buzzert ihr. Ja. Falsche Antworten 100. Aber nicht gesperrt. Hier kommt der erste Fakt. 500 Punkte. Es ist natürlich dementsprechend ein bisschen schwieriger. Oh Gott, sorry, das wissen wir erst beim Punkt bei Marius. Vor allem, da sind immer so Punkte zwischendrin, die einfach einen noch mehr verwirren, statt Tipps zu geben. Bin gespannt. IMDb-Wertung. Wir suchen einen Film, ne? Ja. Es wird ein Film gesucht. IMDb-Wertung. 6,7. Das ist sehr viel auf einmal. Also es sind sehr viele Filme, die diese Wertung haben. Das ist immer die IMDb-Wertung bei den Fakten. Das ist immer gut. Das ist immer dasselbe. Zweiter Fakt. Der Film lief bei uns im Kino, in vielen anderen Ländern, aber direkt auf Netflix. Oh, warte. Ich hab auch eine Idee. Das ist mir aber das wäre viel zu niedrig, die Bewertung bei IMDb. Nee, es ist 6,7. Also, ist zu niedrig. Ja, ich weiß. Dritter Fakt. Nein, ist auch nicht. Ja, warte, Spielzeit. CSB-Wertung 8. Oh, okay. Nein. Das kann schon sein. Nee, hatten wir gar nicht. Oh, warte, noch einen Tipp auf. Noch einen Tipp, ich glaube, ich hab's. Der Film kommt aus Australien. Ja, okay, ist er doch. Fünftens. Okay. Das ist viel zu schnell. Ich bin noch bei den 8ern CSB-Wertung. Alba. Du hast? Alba. Ja. Der Babadook. Das ist falsch. Scheiße. Minus 100 Punkte für euch. Ich müsste jetzt auf den Namen noch kommen. Ihr könnt weiter. Ihr seid weiter im Game. Seid ihr bereit für den nächsten Fakt? Ja, bitte. Nicht Filmfabrik. Oh, stimmt. Du hast recht. Ihr auch? Bereit für den nächsten Fakt? Im Film trägt niemand einen Namen. Hä? Sechstens. Ja? Ist das so? Ich nicht. Keine Ahnung. Der Film spielt in einer Post. Stimmt. Wir? Ja. Sag es, du kamst drauf. I am Mother. Das ist richtig. Jawohl. Okay, there we go. Die letzten Punkte sind. Was hattet ihr? Bird Box. Oh ja. Ich hab den nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass die Charaktere keinen Namen haben. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Die nächsten Fakten wären gewesen kurz. Der Film spielt in der Postapokalypse. Der Film erschien im Jahr 2019. Hilary Swank ist in einer Nebenrolle zu sehen. Neuntens, eine Maschine übernimmt im Film elterliche Pflichten. Ja. I am Mother. Das heißt 400 Punkte für euch, weil ihr habt einmal falsch gelegen.
Okay. Das heißt, es steht 100 zu 600. Verstehst du richtig? Das ist korrekt. Nee. Ja. Doch? Ah, doch. Ja. Lass dich davon nicht verwirren. Mathe kann ich. Mach's wie Marco, pack bei uns einmal eine Null. Jonas hatte mal 2000 Punkte mehr als am Anfang. Ja, ja, richtig. Ist, ihr habt ordentlich vorgelegt dürft die nächste Kategorie auswählen. Okay. Also ich finde ja, ich mag es so laut auszusprechen, Dr. Range in the Multi-Earth of Madness. Deswegen nehmen wir Everything Everywhere Asked at Once für 500, bitte. Wir haben eine Strategie. Okay. Ja, gut, aber ob wir nehmen oder wie wir nehmen, ist ja wurscht. Wir haben eine Strategie. Wir haben Marios Laptop geklaut und einfach die Frage. Wir sind bei einer Spezialfrage angelangt, wo es ein bisschen Team wird. Und zwar müsst ihr einen aus eurem Team vorschicken, der diese Kategorie spielt. Aber es gibt einen Bonus. Die Person, die nicht vorgeschickt wird, darf dreimal eingreifen und helfen. Vorspiel mit Pantomime. Es ist ein Nacheinander. Ja, okay, verstanden. Okay. Wen wollt ihr vorschicken für ein Nacheinander? Das heißt, wir erfahren dann nicht mal, was die Frage ist. Nacheinander ist, wem es jetzt nicht mehr einfällt. Genau. Es geht darum, herauszufinden, welche Regisseure seit 1990 bis 2022 haben einen Oscar für die beste Regie gewonnen. Kriegst du das hin? Ich kann es auch, aber ich vertraue dir dann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist relativ. Oh, beste Filme wäre einfach. Also, beste Regie ist schwerer. Ja. Beste Regie. Was hast du jetzt? Du musst dich vortreten. Also. Nee, müsst ihr. Ja, Stück nach Stück. Ich weiß nicht, ich zwei. Ja, ich auch nicht. Okay. Also, Stück nach Stück, komm. Streit die sich drum, wir es machen. Es treten an. Jonas. Ich meine, bester Film, okay, gut, das würde man noch vielleicht hinkriegen. Aber beste Regie? Aber das Klischee ist doch, dass bester Film in Wirklichkeit völlig überschätzter Oscar ist, weil die Leute mal vergessen, wer den Oscar gewonnen hat. Ja, genau. Ja. Genau. Nicht okay. Vergessen, 1990 bis 2022. Okay. Boah, Alter. Ihr führt. Aber wir müssen nicht in der Reihenfolge, oder? Nein, das wird so schwierig. Ich hab Angst, dass ich schon mit dem ersten versage. Ja, ja. Kann ich verstehen. Jonas. Regisseur. Mit dem Oscar. Steven Spielberg. Schindlers Liste. Das ist korrekt, sogar der richtige Film, 1993. Quentin Tarantino. Das ist falsch. Hä, was? Das ist dein Ernst? Der hat nie gewonnen. Nein. Nur Drehbuch. Oh! Wow, das ging schnell. Ich hatte den Kopf schon falsch. Wirklich? Ja. Also. Ich bin schockiert. Okay, können wir das trotzdem ein bisschen weitermachen, weil mir wäre jetzt danach auch nichts mehr so viel eingefallen. Okay. Das wird richtig schön gegeben. Also, Ridley Scott, ist der dabei? Nein. Martin Scorsese? Ja, der, klar. Guillermo del Toro? Ja. Inarritu? Ben Affleck? Nein. Ben Affleck. Inarritu hat 2 gewonnen. Aber vielleicht war das besser für mich. Jonathan Dame? Für Schweigende Lämmer? Ja. Ang Lee hat einen gewonnen, zum Beispiel. Ah, Mel Gibson für Brave hat einen gewonnen. Okay. Das wäre sag ich doch! Steven Soderbergh hat einen gewonnen. Aber passiert! Clint Eastwood hat einen gewonnen für Unforgiven. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell vorbei ist. Okay, das war peinlich. Ich hätte echt gedacht, dass der Regie ist. Aber Holla die Waldfee. So geh mal raus und frag Leute, wer hat beste Regie gewonnen. Geh mal auf die Straße und frag. Aber kommt doch mal. Ihr seid keine Leute von der Straße. Es steht 1100 Punkte zu 100. Ja, gut. CSB jetzt führt. Okay, komm, wir haben euch Vorsprung gegeben. Ja, wir haben so Smack-Talk gegeben. Ja, jetzt komm, jetzt will ich wirklich wissen, was es ist. Dr. Range in the Multi-Ears of Madness. Für? 500, sorry. Natürlich. Wow. Natürlich. Ich würde sagen, das ist eine Strategie. Okay. Dr. Range in the Multi-Ears. Ich spiele euch ein Filmzitat vor, das aber verfremdet worden ist. Rückwärts, andere auf Deutsch, you will hear. Warte. You will hear. Wer zuerst weiß? Im O-Ton oder? Buzzard. Nee, in Deutsch. Auf Deutsch, okay. Für 500 direkt. Ich spiel's natürlich gerne nochmal. Spider-Man 2. Korrekt. Ich bin im Arsch. Ich spiel's euch nochmal ab und dann spiel ich euch das Original kurz vor. Spider-Man 2. Ich bin im Arsch. Ja, das ist my back. Und das ist das Meme. Und hier ist das Original. Hä? Ich bin im Arsch. Nicht schlecht. Also, ohne Scheiß, ich kann mich nur nicht dran erinnern. Das ist auch nicht. Wow. Wow, Respekt. Nicht schlecht. Okay, dann nehmen wir jetzt Obi Frag Kenobi für 500. Jetzt geht's um den 1.600. Das lassen wir gleich gleich dann, wenn wir es schaffen. Obi Frag Kenobi für 500 wollt ihr?
Ja. Eine Schätzenfrage. Können wir es auch schätzen? Wieso tust du uns das an? 1999 war ein großes Jahr für alle Star Wars-Fans. Ja, Matrix kam raus, geil. In all den Jahren kam endlich wieder ein Star Wars-Film in die Kinos. Die Erwartung war natürlich hoch, die Fußstapfen, in die der Film treten sollte, waren immens. Mhm. Das galt auch für die Neubesetzung von Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor sollte derjenige sein, der in die ikonische Rolle schlüpfen sollte, die in der Originaltrilogie von Sir Alec Guinness gespielt wurde. Aber wie alt war McGregor, als Alec Guinness in Episode 4 Hello There sagte? Oh Junge, was ist was das? Noch mal? Also, wie alt war Ewan McGregor 1977? Korrekt. So ist die Frage. Ah, okay, das kriegen wir hin, Komm, Jonas. Ich kann das 500 Punkte. Oh, tatsächlich, Originalzitat von Alec Guinness. Erst 5 Jahre. Ja, okay. Das war so. Okay. Okay. Was haben wir ja? Hier wird gerechnet auf dem Zettel. Ich krieg das gar nicht. So, das haben wir doch. Ich glaube, er ist. Oder? Ja, vielleicht ein bisschen weniger, ne? Okay, wir haben's. Nee, wir noch nicht. Wir noch nicht. Wir noch nicht. Noch 10 Sekunden. Nein. Schneller. 7 ist Trust Me. 49. 64! Das, Jonas. Okay. Ich bin eigentlich okay, für 1 mehr. Ich hab versehen, ich hab's gewusst. Und bei 3 umdrehen. 1, 2, 3. 8. 8 und 6. Wie alt war Ewan McGregor, als Star Wars rauskam? Kann ich hier kurz meinen Lösungsweg erklären? Ja. Du hast seinen. Ja, wir sind ja 2022. Meines Wissens nach ist Ewan McGregor jetzt so alt, wie in 9 Jahren Alec Guinness tatsächlich alt wäre, um den Star Wars zu drehen. Okay. Also New Hope. Also ja. Alec Guinness war, glaube ich, 62. Deswegen habe ich da 9 Jahre abgezogen. Bin bei 53 bei Ewan McGregor und das habe ich abgezogen. Das war mein Argument mit Jonas, unser Streit. Wir haben an Trainspotting gedacht. Aber wir wären über 7 gewesen. Und wie alt er da ungefähr war? Ja, der war 90 oder sowas. Nicht schlecht. Aber dann kamen wir halt auf sowas. Wir wollten auch zuerst, tatsächlich waren wir auch bei 8. Löse es auf! Ja, komm, egal. Ja. Ja, ich bin ja der Weg schon interessiert. Also. Beide Teams liegen sehr nah dran, denn die Antwort liegt genau in der Mitte. Ich sag's dir doch! Aber wer wird jetzt in die nächste Kategorie? Schaut mal, wer einen Kreis um die 7 gemacht hat, um das zu nehmen. Das Ding ist halt, wir wissen ja natürlich nicht, welchen Monat er geboren ist. Können wir die Teams wieder aufwissen? Ich glaube, er ist im März und der Film kam im Mai, glaube ich. Also er war bereits 7, also es wäre. Ist er jetzt 54, oder was? Müsste ja sein. Aber ich habe noch geguckt. Nee, jo, 52. Aber ja. 52. War er so 6,5 Jahre alt? Oder 3 Monate eher war so er schon 7,5 Jahre alt. Entweder 7 auf jeden Fall. Damit gehen keine Punkte an niemanden. Aber ihr dürft die letzte Kategorie auswählen, das heißt, ihr dürft sie nochmal auswählen. Dann nehme ich nochmal Obi-Frage Kenobi für 300. Okay. Nehmen wir die Star Wars-Frage des kleinen Mannes. Wir verbrennen eure Kategorie. Das ist schon mal gut. Es ist wieder eine Aufschreibfrage, aber diesmal müsst ihr auswählen, ob Antwort A, B, C oder D denn richtig ist. Okay. Mhm. Seid ihr bereit? Ganz A, gut. B, C oder D? Ja. Listen carefully. Okay. Episode 7 ist tatsächlich der höchst gerankte Film auf IMDb, zumindest was die neue Trilogie angeht. Für Harrison Ford bedeutet der Film auch ein erstes Mal in einem Star Wars-Film. War es A, B, C oder D? A. Er hat die höchste Gage bekommen und wurde damit als erster Nicht-Jedi als erste Person in den Credits genannt. Oder war es B. Er ist der erste Darsteller, der an den Merch-Einnahmen beteiligt war und sich so einige Millionen Dollar extra sichern konnte. Mhm. C. Es war das erste Mal, dass der Charakter Han Solo in einem Trailer aufgetreten ist. Oder ist es D, es war das erste Mal, dass Ford sich bei seinen Texten nicht akribisch an das Drehbuch halten musste, sondern improvisieren konnte. Der Satz, wir sind zu Hause, Chewie, ist so entstanden. Ja, wir haben es. A, B, C ja, wir haben es. Wir haben es. Es geht um 300 Punkte. Ja, natürlich ihr wisst das? Wir haben ein Problem. Wir haben alle Trailer gesehen. Oder wir kacken krass ab. Wie sicher seid ihr? Ja, 99% tatsächlich. Also, wenn wir nicht komplett bescheuert sind. Was war nochmal D? Dass er improvisieren durfte, was die Texte angeht. Und dann kam, wir sind zu Hause, Chewie, zustande. Halbwegs. Soll ich erzählen? Ihr wisst schon, dass euer Kanal Cinema Strikes Back heißt. Ja, aber nicht Force Awakens Back. Fair enough, fair.
Komm, hier, Jonas, ich vertraue dir. Cinema Awakens, der neue Kanal. Sorry, ich weiß, noch Okay, ready? Ja. Wir haben Antworten. Wir haben Antworten auf wichtige Fragen. Und bei drei umdrehen bitte. Eins, zwei, drei. Ah, er war der erste Name. Ihr sagt, er hat am meisten Gage bekommen. Und ihr sagt D, er durfte improvisieren. Und er hat tatsächlich ganz viel Geld bekommen. A ist die richtige Antwort. Er hat sich dumm und dämlich verdient in diesem Film. Dann haben wir das ist ein Spiel aber auch für Geld. Ja. Sind wir beides falsch. Ja, okay. Ja, ich möchte nur kurz auch für die Akten sagen, ja. Unsere andere Wahl wäre auch falsch gewesen. Also, also es steht 9000, oder? Es steht 1100 Punkte für Jonas Sniper und 900 Punkte für euch beide. Dann brauchen wir noch eine 300, eine 200er. Ja gut, dann, warte, dann nehmen wir jetzt eine, ja, 200er Obi-Wan, Obi-Frag-Kenobi. Ja. Oh, ja. Gut. Für 200? Ja. Dann könnten wir danach sagen wir Niemandsland. Das ist eine Buzzer-Frage. Das ist eine Buzzer-Frage. Das ist Köln. Es ist eine Buzzer-Frage. George Lucas liebt diesen Film nach eigener Aussage sehr und wer könnte es ihm verübeln? Auch bei CSB wird Rogue One sehr geschätzt, bei unseren Gästen hoffentlich auch. Ja. Vor allem das Ende ist einfach mega geil, aber eine Frage habe ich da. Wer spricht in der Originalfassung von Rogue One Darth Vader? James Earl Jones. Das ist korrekt. Ach Gott, ich dachte schon, du willst auf einen Regisseur hinaus oder so. Wer spricht den Regisseur? Nee, wegen Darth Vader, weil, weil Tony Jura das gedreht hat und nicht der normale Regisseur. Egal. Das war so ein bisschen also, lebt der Mann überhaupt noch? Ja, James Earl Jones ist noch am Leben. Ja. Ja. David Prowse. Ausgleich, 1100 zu 1100 und ihr seid weiterhin am Ball und dürft... Wollen wir Beautiful Nine nehmen für 300? Für 300. Beautiful Nine. Die holen wir. Ziehen wir jetzt vorbei, oder nicht? Das sind unsere 300. Das Jonas, Augen aufs Ziel. Alle Augen Filme. Aufs alle Ziel. Filme. Alle Filme. Es gibt wieder 9 Hinweise, sobald ihr wisst, welcher Film es ist, buzzern und mir die Antwort geben. Hoffentlich die richtige. IMDb 6,3. Natürlich kommt die IMDb 6,5. 5,5 auf IMDb. Uiuiui. Das sind auch viele Filme. Die Handlung des Films beginnt auf Hawaii. 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 Der Titel des Films trat einen Hype im Internet los. Einen Hype im Internet? Mhm. Viertens. Ein Hawaii. Oh, nice. Das war aber lustig, weil es ein Wortspiel war. Ja. Und ich bin noch nicht mal Vater. Der Hauptdarsteller sagte, er habe die Rolle genommen, als er den Titel des Films las. Also nicht mal das Drehbuch, sondern nur du hast es echt mit dem Titel von dem Film, ey. Fünftens. Die Romanfassung ist satte 405 Seiten dick. Doch ein Fact wurde erst danach geschrieben. Also es basiert nicht auf einem Roman. Also es ist keine, nicht die Romanvorlage. Novelisierung. Ja. Begann der Dreh auf Hawaii oder der Film auf Hawaii? Der Film. Spielt auf Hawaii. Der Anfang spielt auf Hawaii. Warte. Oh, ich hab eine Idee. Ich glaube, ich hab's. Kein blassen Schimmer. Mach weiter! Sechstens. Nee, auf Hawaii, der Stimmt Film nicht. Ist aus dem Jahr 2006. Was? Ah, nee, doch nicht. Nee, das ist schon verkackt. Was war das denn nochmal? Das genau so gemacht, das Video, das ist gut. 2006 hat alles wieder verändert. Siebtens. Jetzt kommen so die Hints rein. Der Film spielt in einem Flugzeug. Ist es der doch? Au! Ja, wer war aber? Ist es doch? Wir? Ja. Ist es Snakes on a Plane? Das ist richtig. Ich dachte doch, ich hab's dir schon beim zweiten gesagt. Ich hab's dir schon beim zweiten Test gesagt und hab's mir nicht... Und er sagt so, nee, das ist der nicht. Ich hab den gesehen. Nein, Moment, ich war vollkommen raus, weil du Romanvorlage gesagt hast. Und er so, okay, da gab's keinen Roman davor. Aber es gibt halt tatsächlich eine Novelisierung des Ganzen. Viel mehr Hintergründe zu dem Ganzen. Seit den Schlangen da sind. Was hast du gedacht zwischendurch? Zwischendurch dachte ich, das ist Hard Ticket to Hawaii. Dieser richtige Trash-Film. Ich kenne den nicht. Das ist der andere Trash-Film. Das ist so einer, der The Room-like, also okay, der so scheiße so gut ist. Und seit 2006 war ich schon, oh, ist es? Und dann, als der Titel war, du warst halt eine Millisekunde schneller. Aber also wird das auch. Ich hätte auch sein können. Der achte Effekt wäre gewesen, Kriechtiere spielen eine entscheidende Rolle. Ich wäre unter Folter nicht drauf gekommen. Die Hauptrolle spielt Samuel L. Jackson. Da vielleicht. Okay. Das sind 300 Punkte für euch. Es steht 1400 Punkte für Jonas und Alpa und 1100 Punkte für Yves und Marco. Das geht noch. Alper und Jonas haben die letzte Kategorie nicht beantwortet und dürfen deswegen die nächste aussuchen. Wir nehmen Dr. Range in the Multi-Ears of Madness für 300. Okay. Es gibt wieder etwas zu hören. Natürlich verfremdet. Joker, The Dark Knight. Das ist The Dark Knight. Ist korrekt. Ja.
Was? 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 Er sagt, you complete me, what would I do without you? Ich spiel's euch nochmal. Ich spiel's euch nochmal. Ich spiel's euch nochmal. Sie verstehen nicht mein Wort. Ich spiel's euch nochmal ab. Ich hab irgendwas gemacht. Dich umbringen, was willst du nicht machen? Ach, was? Mafia-Team? Ja, ich hab Maske. Maske, willst du genauso los? Willst du in unser Team kommen? Ich spiele das Original kurz vor. Ja, das ist eigentlich ich will dich doch nicht umbringen. Was würde ich denn ohne dich machen? Etwa wieder Mafia-Dealer beklauen? Nein, nein. Achso, wegen Clown. Das ist so gut. Das ist geil. Das Allergeilste an ihr Fähigkeit ist, er hat aber das englische Zitat im Kopf. Yeah. Und übersetzt es ins Deutsche. Ja, es ist, das macht aber weiter entspannt, denn das waren die 300 Punkte zum Ausgleich. Ich bin 400 zu 1 tot. So ins Gesicht. 2400. Ja, ihr dürft die nächste 1000? 1400 zu 1400. Dann machen wir nochmal Dr. Range in the Multiverse. Spiel einfach vor. Multiverse of Madness für 200. Okay. Ja. Da kommt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach. Soll ich einfach hier schon halten? Darf nicht das falsche abspielen. Drück einfach. Egal. Das ist so demotivierend. Mach es so einfach. Los geht's. Was? Das hab ich nicht verstanden. Noch ein letztes Mal. Ich verstehe kein Wort. Warte. Nochmal? Ja, bitte nochmal. Es ist echt schwer. Ich brauch's noch ein paar Mal. Ich hab eine graue Süßigkeit. Warte. Warte. Ich spiel's nochmal. Anakin Skywalker in Revenge of the Sith. Liebe kann dich nicht retten, das kann nur meine neuen Fähigkeiten. Echt? Was soll ich sagen? Ich verstehe kein Wort! Warte. Ich auch nicht. Hä? Warte. Liebe wird dein Leben nicht retten, Batman. Das kann nur sein. Das war der schwerste, die anderen waren leichter. Das Ding ist, das Problem ist, wenn du es erstellst und weißt, was ist, du hörst es halt raus. Mhm. Ja, kennt ihr diese Dinger? Hör mal hin, was da gesagt wird, und dann hörst du irgendwas. Und dann jetzt hör noch mal hin, jetzt hörst du was anderes. Ja, du weißt, was jetzt kommt. Multi-Years of Madness. Lass dich mal kurz auf die Punkte notieren. Das waren 200 Punkte. Ja. Du kannst es jetzt zugeben. Du hörst dir von allen Filmen die Chipmunk-Version an. Genau. Du guckst immer so. Ja. Ich habe manchmal keine Zeit, ich muss schnell durchlaufen. Muss an der Stelle noch ganz, der erste mit dem Review. Muss noch ganz kurz dazu sagen, diese Fähigkeiten, some people consider them unnatural. Ja. 1600 zu 1400 dank Eves magischen Ohren. Ja. Ihr wollt für 100, bitte. Die 100 hören. Direkt weiter. Aber das würde das erste Mal sein, dass ich eine ganze Karte. Am wenigsten ist die 100er Karte. Kann sein. Okay, streng dich an. Let's go. Das soll ja angeblich das Einfachste sein. Jonas. Das ist Sean Bean als Boromir in Der Herr der Ringe, die Gefährten. Man kann nicht einfach nach Mordor. Ja. Bla bla bla. Hat er recht. Ach, du wolltest mir nicht mein Strike hier geben, ne? Hören wir nochmal rein? Ja, scheiße! Ich hab's wieder nicht verstanden. Ist das ein bisschen langsamer als die anderen auch? Oder ist das in derselben Geschwindigkeit? Deutlich dieselbe Geschwindigkeit. Okay. Ich gebe euch auch trotzdem mal das Original fürs Feeling. Du musst angefeiert werden, ne? Nee, ich brauch keine Ringe fragen. Er spricht etwas sehr langsam. Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Man kann nicht einfach. Mann, ich wollte so einen Strike haben. Strike, das sind 100 Punkte. Das ist jetzt mein Stolz, den du angegriffen hast. Sie sind hinter uns, das muss es im Heim zahlen, alles gut. 1600 Punkte für Yves und Marco. Okay, dann. Zu 1500. Dann machen wir es. Nein. Wunschdenken. Sollen wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, oder? Wie viele Punkte sind wir da hinten? 100. Wir nehmen mal Beautiful Nine für 200. Okay. Aber diesmal spannend, oder? Ihr kennt das Spiel. Wer zuerst weiß, buzzert bitte. Ich sag diesmal nicht, ich weiß, ich mach's einfach, okay? Ja, wenn du es weißt, mach's. Erstens. Der Film nahm weltweit rund 335 Millionen US-Dollar ein. 335 Millionen. Mhm. Zweitens. Arnold Schwarzenegger sollte eine der Hauptrollen spielen, ihm gefiel das Skript aber nicht. Lest das bitte, aber ich hab's fast. Die Musik im Film stammt unter anderem von Hans Zimmer. Gibt's die IMDb-Bewertung? Diesmal nicht. Die würde es mir verraten. Ja, die würde es auch verraten. Die würde es verraten. Viertens. Im Film sieht man Kampfjets des Typs F.A. Hornet. Jetzt wird's wieder schwer. Jetzt habe ich wieder eine Idee. Fünfter Fakt. Ich weiß es, glaube ich. Ja. Dann drück. Nee, drück, mach eins noch. Fünfter Fakt.
Der Film kam am 7. Juni 1996. The Rock. Fällt der Entscheidung. Korrekt. Oh ja, okay, gut. Damn it! Film hier! Mein erster Instinkt war Stopp oder meine Mama die. Schießt, weil die. Oh, ja, der erste Mama. Die restlichen Facts, Film kam am 7. Juni 1996 ins Kino. Ein Kritiker nannte den Film den besten des Regisseurs und den Höhepunkt des 90er-Jahre-Action-Genres. Das will ich auch sagen. Außer Face-Off. Der Film spielt größtenteils in einem alten Gefängnis. Nicolas Cage spielt die Hauptrolle. Regie hat Michael Bay geführt. Ich habe den Fun-Fact für euch, was Stopp oder meine Mama schießt angeht. Wisst ihr, wer den Film geschrieben hat? Der Mann. Jemand Bekanntes. Brian Johnson. Ja, ob das bekannt ist, ist eine Frage. Blake Snyder, das ist der Save the Cat geschrieben hat und quasi ganz Hollywood geprägt hat für die nächsten Jahre. Der hat Stopp oder meine Mami schießt. Krass. Das ist ein bekanntester Film. Krass. Aber der ist auch gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Der Vorsprung von Yves und Marco wird ein bisschen größer. 1800 Punkte für euch zu 1500. Und ihr dürft hier jetzt die Kategorie wählen. Ja, dann nehmen wir einfach die 300, ja? Weil wir müssen die 300, everything. Ah, die müssen wir wollen. Was ist nochmal eine Kategorie für die Vorsprung? Gemischte Fragen. Gemischte Fragen. Für 300. Ich zähle euch jetzt Schauspieler und Schauspielerinnen hintereinander auf und buzzert bitte, sobald ich eine Person nenne, die noch nicht im MCU zu sehen war. Okay. Oh, Scheiße. Okay, gut, gut, gut. Okay, gut. Das wird schwierig. Robert Downey Jr. Oh. Der Ron. Chris Evans. Vin Diesel. Sehen? Zu sehen war die Frage. Zu sehen und zu hören. Vin Diesel. Das wäre sonst fies gewesen. Also war kein Vertrag mit Disney für MCU. Okay. Okay. So was. Brie Larson, Jeremy Renner, James Spader, Natalie Portman, David Hasselhoff, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Gary Oldman. Gary Oldman? Ja, Gary Oldman. Ja. Gary Oldman, natürlich. Ja. Ah, ja. Mann. Ich hätte so lange gezögert wie die. Zum Glück bist du selbstsicher. Der Vorsprung wird weit ausgebaut. Ihr sprengt die 2000er-Grenze. Ja, dann machen wir noch mal Everything, Everywhere, Asked at Once. Okay, ich hätte gut den Anfang. Ist egal. Ja, beides am Wurscht. Eine Buzzer-Frage. Ja. Keine Ahnung. Bereit? Jack Nicholson und Danny DeVito spielen 1975 in diesem Meisterwerk von Miles. Oh, ich wollte es. Einer Flug über das Kuckucksnest? Noch ein Funfact zum Film. Der Regisseur zog einen Monat vor den Dreharbeiten in eine psychiatrische Anstalt und hat seine ganze Crew, seine ganze Schauspielcrew eine Woche auch in dieser Anstalt leben lassen, weil er wollte es so real wie möglich haben. Ich hatte Angst, dass du dann irgendwie die Frage noch irgendwo anders gelesen hast. Twist und wen spielte er aber in Batman? Genau, ja. 100 Punkte für euch. Damit ziehen euch ab. Ja. 1600 Punkte habt ihr damit, aber die von Marco haben weiterhin 2100 Punkte. Okay, gut. Ja, Beautiful Mind, bitte für 100. Sehe ich das richtig, dass das die letzte Kategorie ist? Ja. Danach gibt es eine Bonuskategorie, die irgendwas Tolles. Genau. Nacheinander. Harry Potter, wir beide, Rebadge. Bitte nicht Zaubersprüche aus Harry Potter. Tschüss. Alpine Eve Left. Los geht's. 9 Hinweise. Der erste. Der Film spielte weltweit rund 773 Millionen US-Dollar ein. Zweitens. Glenn Close spielt mit. Ich weiß. Auf IMDb hat der Film eine Wertung von 8,0. Glenn Close spielt. Ja, das ist das schon bestimmt. Was soll ich machen? Ich glaube, da hast recht. Mach noch eins. Oh Gott, Jonas! Die haben sowieso keine Ahnung. Es sind nur 100. Komm schon. Dann können die weiterhören, deswegen. Ist eh vorbei. Ben Davis stand hinter der Kamera. Ja, es wird schon stimmen. Sag's. Guardians of the Galaxy? Korrekt. Du hast so viele Star Wars und Marvel-Fragen heute, ey. Scheiße. Damit haben wir einen vorläufigen Endpunktestand von 2200 Punkten für Yves und Marco und 1600 Punkte für Jonas Neiper. Aber es ist noch nichts verloren, denn jetzt geht es in die Bonusrunde. Herzlich willkommen in der Bonusrunde. Heute natürlich mal etwas Besonderes, weil wir natürlich Teams haben und wir spielen einen guten alten Klassiker des Gesellschaftsspiels. Wir spielen Filmcharade. Ich wusste es. Ich habe hier eine Box mit vielen Filmen drin und jedes Teammitglied hat jeweils eine Minute Zeit, Filme zu raten. Es gibt für jeden richtigen Film 200 Punkte. Mhm. Das heißt, ihr könnt auch ordentlich was aufholen. Wer fängt denn an? Das Team mit den Mehr Punkte, ja, stimmt. Genau. Das heißt, wir haben 3 Vorsprung.
Ja, drei Matchbälle. Genau. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Karate? Tiger? Nee, warte mal, Karate, Kickboxen? Was? Karate war richtig. Okay. Chaos Walking Angels. Ich kapier's nicht. Ich? Was? Warum ich? Warum zeigst du auf mich? Karate. Karate Kid? Ja! Oh mein Gott, zeig auf mich! Geh scheiße! Oh. Spider-Man! Matrix. Achso. Oh, stop. Zwei Zettel. T-Rex, Jurassic Park, Godzilla. Hau mir nicht ins Gesicht, Mann. Godzilla oder Jurassic Park? Jurassic Park. Jurassic World. Stopp! Der gilt, der gilt! Oh, komm schon! Der gilt! Meiner hat durch. War nicht mal drin. Wie viel haben wir richtig? Die hatten jetzt drei richtig. Das sind 600 Punkte für euch. Boah. In der ersten Runde. Egal. Auf die Plätze, fertig, los. Sleep. Babadook. Freddy Krüger. Nightmare on Elm Street. Ja. Oh, sorry! Nein! Nein! Ungeschickt! Throat? Adams Apfel? Adams Äpfel! Ja! Robocop? Judge Dredd? Robocop 2? Ach, scheiße, Nexa, Nexa, Nexa! Ach, Mann. Die sieben Samurai? Ist das ein schöner? Star Wars. Star Wars 8. The Last Jedi. E.T. Oh. Tier? Tier? Stop. Scarface! Scarface! Ah, hier, das war eine VR-Brille. Ready Player One. Ready Player One. Oh Gott. Wie viel richtig? Vier. Vier? Nein! Oh, Scarface! Okay. Auf die Plätze. Fertig. Wenn du es nicht kannst, sag immer nee. Ist los. Ich brauch schon. Egal. Lichter drehen. Nächster, komm. Scheiß drauf. Beleuchtung. Ah, okay. Erster Begriff. Fast. Fast of Yours? Ach ja, nächster. Scheiße. Krieg das gar nicht hin. Okay. Texas Chainsaw Massacre. Nee, nächster. Hase kackt. Kaido-Hasen? Kaido-Hasen? Katz. Katz, ach so. Hättest du auch kacken können. Fuck. Das Skateboard? Stopp! Zurück in den Zug. Oh, fuck. Scheiße! Das war nur einer, oder? Schon eins! Das war nur einer, ne? Auf die Plätze, fertig, los. Godzilla? Jurassic Park, ja. Jurassic World. Okay. Dann T-Rex. Titanic. Was? Das ist nicht Titanic? Macht Engel, hä? Sorry, mach den Hexen, ja. Komm. Hash of the Christ, was? Ja. Ach so, oh, natürlich. War Jesus. Was? Achso, Star Wars Episode 1? Hot Racer? Ich weiß es nicht, okay, was ist nicht. Das? Top Gun. Das war Top Gun? Was? Ein Ewok? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bugs Ants! Bugs Life! Bugs Life! Ants! Ameisen! Starship Troopers! Du! Ja, du! Jonas! Dann mach den nächsten! Scheiße! Sechs Wörter? Was? Stopp! Oh. Das ist oder? Ja, Ant-Man und Ballermann 6. Ballermann 6? Es gab nur 6 Wörter!
Ich dachte, sorry. Sechs wird. Damit haben wir einen Endpunktestand von 3000 zu 2600. Und damit geht diese Handvoll Donuts an Eve. Marco. Gratulation. Ja. Glückwunsch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut euch unsere letzte Folge an. Da hat Alper gegen Dominik Porschen gespielt. Oder schaut euch das Video von Eve und Marco an. Die haben eng so ein Video zusammen gemacht. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Abonniert Cinema Strikes Back. Okay, ciao. Warum verliere ich immer?